This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon. Hi, liebe Leute, herzlich willkommen bei Jackknife auf dem Kanal. Hunderunde mal wieder. Ich bin aus dem Urlaub zurück. Ja, was soll ich euch sagen? Ich habe da erst richtig gemerkt im Urlaub, was man sich für einen Stress aufbürdet im Leben. Und auch eben durch das Thema YouTube Videos machen. 2 bis 3 Videos die Woche. Denkt man immer so, ach, das macht man immer im Laufe des Tages so nebenbei. Und ich habe fast wirklich gemerkt, so, Alter, bist du platt. War alles ein bisschen viel die letzte Zeit, auch mit Corona. Das erste Mal wieder Familienurlaub mit Frau. Mein Sohn war noch mit, Hunde dabei. Schweden, paddeln, coole Sache. Ja, ich habe dann auch gefilmt. Und ich habe immer mehr gemerkt, wie mir die Lust verging beim Filmen. Ich habe überhaupt keine Lust mehr gehabt irgendwie. Ja, das war alles anstrengend. Du musst da richtig dir das ja auch vornehmen. Du willst eigentlich runterkommen, willst Zeit haben und merkst, wie das belastet, wie dich das abschleift. Obwohl du eigentlich nur sitzen möchtest, möchtest aufs Wasser gucken, sagst du dir, Mensch, jetzt muss ich das aber fertig machen. Ich muss hier mal was filmen. Ich muss filmen, wie ich hier, wenn ihr so eine Story machen wollt zum Filmen, da ist ja so ein kleines Storyboard hinter, dass man eben zeigt, wie man was kocht, dass man Szenen zeigt, kleine Blender, Wischer baut. Ja, und wenn man das alles alleine macht, merkt man eigentlich erst, wie viel Arbeit das ist. Und irgendwann wurde das immer weniger bei mir. Und ich bin mal gespannt, ich habe zwar einiges an Material, aber was ich daraus dann endlich schlussendlich basteln werde als Film von Schweden, Kanutour, weiß ich auch nicht. Zumal ja diese Outdoor-Videos doch herzlich wenig geguckt werden. Die meisten wollen Laber-Videos heutzutage haben, wie sowas hier. So ein Laber-Video kriegt in ein paar Tagen mehr Klicks wie so ein aufwendiges Outdoor-Video. Das interessiert die meisten nicht, weil das länger dauert und da muss man sich ja Zeit für nehmen und Ruhe haben. Und dann werden die auch weniger geguckt, die Dinger. Ja, allgemein muss ich sagen, war das wirklich, zeigte mir mal wieder, wenn man irgendwo draußen ist, unterwegs ist, fernab unserer Medien, fernab von Deutschland und macht sein Ding, dann merkt man erst, wie unwichtig dieser ganze Quatsch ist, der uns in den Medien und selbst wenn ich mich davon versuche frei zu halten, bekommt man ja noch genug mit. Irgendwo schickt dir immer einer irgendeine Mail mit irgendwelchen Kram, was irgendein Politiker wieder verzapft hat und du regst dich drüber auf. Das war schön in Schweden. Wir waren einfach unterwegs. Du hast dich nicht um den Krempel gekümmert. Du merkst eigentlich, ich habe Anja oft gesagt, so, stell dir mal vor, du lebst hier draußen. Es gab bestimmt Leute irgendwo in Kanada mit einer Blockhütte, die weder mitbekommen haben, dass es einen Krieg gab oder irgendwas, die nichts wissen davon. Und wie frei die leben, die Corona nicht interessiert hat, weil sie einfach draußen lebten. Es war denen scheißegal, ob sie eine Maske brauchten. Und da sieht man mal, wie das so eine, das Leben einem von außen vermiest wird. Obwohl man das eigentlich ja gut ertragen könnte. Ja, so ging mir das auf jeden Fall diesmal wieder im Urlaub. Wir waren weit weg und ja, wenn man dann in Deutschland ist, holt es einen wieder ein. Und ich bin mal gespannt. Ja, und da sieht man, wie das Leben fremdgesteuert ist. Und ich versuche mich davon frei zu machen. Ich schalte allen Scheiß inzwischen schon ab. Telegram, alles Mögliche versuche ich auszublenden, weil das, ich mache die Vogelstrauß-Mentalität, weil ich sonst einen Herzinfarkt bekomme. Wie geht euch das? Schreibt mal in den Kommis rein. Also ich kann nicht mehr klar, wenn ich mich damit auseinandersetze als denkender Mensch, dass tut mir weh, was hier so passiert in unserem Land. Ja, ansonsten
habe ich noch ein Problem. Mein Hund will nicht ins Wasser. Ich habe einen Jagdhund, einen Wasserhund, der nicht ins Wasser will. Scheiße ist, macht er nicht, alles probiert mit allen Techniken. Und ich habe jetzt auch, ich gehe jetzt den Weg des geringeren Widerstandes. Denn ist das eben so. Denn ist er eben kein Jagdhund in dem Sinne. Dann mache ich mit ihm nur Schweiß oder irgendwas. Aber das wird sich auch finden. Ich habe keinen Bock mehr auf Stress. Wie geht das euch? Keinen Bock mehr auf Stress. So geht es mir. Und ich bin ausgezehrt von den letzten 2 Jahren. Das hat einen doch sehr mitgenommen. Wie habt ihr das empfunden? Ja, ich gehe jetzt erstmal schön meine Runde hier mit den Hunden. Es ist schön mild. Und dann gucken wir mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Schreibt mal in den Kommis rein, wie es euch geht. Mir geht's soweit gut. Und bis denn, liebe Leute. Danke fürs Schauen. This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon.